Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns wieder mal die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lasst uns auch heute keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. Auf der ersten Karte heute sehen wir alle Länder der Welt, die sich aktuell in einem Krieg befinden. Während die meisten Kriege für uns ja ziemlich weit weg erscheinen, sind sie für viele Menschen täglich Realität. Besonders in Afrika wird dies sehr deutlich, wo deutlich über die Hälfte der Länder hier markiert ist. Wenn man mal ganz vom Süden Afrikas absieht, gibt es in fast allen Regionen des Kontinents Kriege. Und interessanterweise sehen wir auf dieser Karte auch die Unterteilung in die verschiedenen Arten von Kriegen. Und in Afrika dominieren dabei vor allem zwei. Einmal die Bürgerkriege und dann die Kriege gegen Terroristen. Besonders von den Bürgerkriegen in Libyen, Äthiopien und Somalia hört man dabei ja auch immer wieder in den Medien. Dass aber so viele Länder Afrikas Probleme mit Terrorismus haben, ist den meisten wahrscheinlich nicht bekannt. Am schlimmsten trifft es dabei Mali, das hier blau markiert ist und in dem sogar beide Arten von Krieg vorherrschen. Aber schauen wir uns auch die anderen Regionen der Welt an. In Zentralamerika, genauer gesagt in Mexiko und Kolumbien, dominieren dabei vor allem die Drogenkriege. In Asien gibt es dabei einige Bürgerkriege, wie zum Beispiel in Syrien, im Jemen und in Myanmar. Und dann haben wir natürlich noch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der als klassischer Krieg bezeichnet werden kann, da hier zwei Länder gegeneinander kämpfen. Bleiben wir bei der Weltkarte, schauen uns hier aber ein ganz anderes Thema an. Die Luftverschmutzung nimmt weltweit ja immer weiter zu. In vielen Städten ist die Luft dabei mittlerweile so schlecht, dass man nur noch mit Maske rausgehen kann. Ihr kennt bestimmt die Bilder aus vielen asiatischen Großstädten. Und auf dieser Karte sehen wir diejenigen Länder eingezeichnet, in denen die Luftverschmutzung das höchste Level erreicht. Denn wir haben einen Durchschnittswert, wie hoch die Luftverschmutzung normalerweise sein sollte, und sehen dann in den verschiedenen Kategorien, wie weit dieser Durchschnittswert übertroffen wird. Einen wirklich normalen und gesunden Wert haben wir dabei nur in sehr wenigen Ländern. In Europa zum Beispiel in Finnland, Estland und Island und ansonsten zum Beispiel noch in Australien und Neuseeland. In fast allen anderen Ländern der Welt ist der Wert aber deutlich erhöht. Allein schon in Europa wird der Wert von vielen Ländern wie Polen, Italien oder Griechenland um das 3- bis 5-fache überschritten. Lediglich in der Schweiz ist er dabei noch in einem relativ angemessenen Rahmen und in Deutschland und Österreich ist er auch nur leicht erhöht. Aber besonders wenn wir Richtung Nahe Osten, Süd- und Ostasien blicken, sehen wir hier unglaublich hohe Werte. In Asien sind dabei Indien, Pakistan und Bangladesch ganz vorne mit dabei. Hier ist die Konzentration um das über 10-fache erhöht. Und auch in anderen Ländern wie China, Vietnam oder Indonesien ist der Wert noch 7 bis 10-mal zu hoch. Im Nahen Osten und Afrika sehen wir das vor allem im Irak, in Saudi-Arabien, in Ägypten und im Tschad. Insgesamt können wir also schon sagen, dass dieser extrem hohe Wert in vielen Ländern schon ein nicht mehr zumutbares Risiko darstellt. Aber schauen wir uns doch nochmal eine detaillierte Ansicht für Europa an. Ich habe ja schon kurz die Ausreißer Polen, Italien und Griechenland angesprochen. Und auf dieser Karte sehen wir das Problem nochmal deutlich detaillierter dargestellt. Denn fast ganz Polen fällt hier in die dunkelste Kategorie. In allen Ländern außenrum ist es deutlich besser, aber Polen wird hier im Ganzen von ziemlich hoher Verschmutzung belastet. Wisst ihr, warum dies der Fall sein könnte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir das auch in der Region des Balkans, besonders in den Ländern Serbien, Bulgarien, Nordmazedonien und Albanien. Und dann haben wir auch ein ziemlich interessantes Phänomen in Italien. Denn dort ist besonders der Norden mit seinen großen Industriezentren ziemlich stark luftverschmutzt. Gehen wir dann weiter in den Süden, ist der Wert zwar immer noch nicht optimal, aber doch deutlich niedriger als im Norden. Und insgesamt sehen wir auf dieser Karte auch die Länder mit der besten Luftqualität. Wie zu erwarten ist es vor allem in den nordischen Ländern, in Island, Norwegen, Schweden und Finnland. Wir hatten ja zu Beginn schon mal eine Karte mit den aktuellen Kriegen, hier sehen wir eine historische Karte dazu. Denn wenn wir vom Russland-Ukraine-Krieg mal absehen, ist Europa heutzutage ja ein relativ friedlicher Kontinent. Kriege zwischen den Staaten erscheinen heutzutage ziemlich abwegig. Doch besonders im 18. Jahrhundert sah dies noch ziemlich anders aus. Wir sehen hier nämlich eingezeichnet für das 18. Jahrhundert, also die Zeit von 1700 bis 1800, wie viele Jahre die verschiedenen Länder Europas in Kriegen verbracht haben. Und wie wir sehen, war das ziemlich lang. Im Durchschnitt verbrachten die Länder ca. 1/3 des Jahrhunderts in Kriegen. In manchen Ländern ist es sogar fast die Hälfte der Zeit. Spitzenreiter ist hierbei Russland mit 48 Jahren, dicht gefolgt von Frankreich mit 47 und Österreich mit 45. Aber auch die anderen Länder fanden sich quasi stetig in Kriegen. England zum Beispiel 39 Jahre, Preußen 32 Jahre und das Osmanische Reich 35 Jahre. Die einzige europäische Großmacht, die hier noch ziemlich aus dem Raster fällt, ist Portugal. Dieses befand sich in lediglich 16 Jahren in verschiedenen Kriegen. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass Portugal ja eher abgelegen in Europa liegt und daher auch nicht so schnell in Kriege gezogen werden konnte. Also, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.